Am 10. Juni wurden bei den insolventen MV-Werften in Wismar positive Nachrichten für die Zukunft verkündet. Die Transfergesellschaft wurde bis Ende Oktober 2022 verlängert und für den Standort Wismar hat sich ein Käufer gefunden. Statt Frachtern und Kreuzfahrtschiffen sollen hier künftig U-Boote für die Marine gebaut werden. Das Kieler Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS, übernimmt das Gelände. Die wichtigste Botschaft ist, mit Schiffbau am Standort Wismar geht es weiter. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man hat ja Schiffbau oft schon schlecht geredet, aber Schiffbau entwickelt sich immer weiter. Es entspricht auch den Fähigkeiten der Beschäftigten und insofern gute Botschaft. Und TKMS ist ein Unternehmen, das ich auch aus meiner Zeit in Schleswig-Holstein gut kenne und ein absoluter Garant für verlässliche Beschäftigung und auch verlässliche Kommunikation. Insofern freue ich mich sehr, dass es uns gelungen ist, dass TKMS hierher kommt. Der Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet. Über den Kaufpreis wird geschwiegen, doch sowohl für das Land als auch für die Hansestadt und ihre Beschäftigten bietet die Übernahme positive Zukunftsaussichten. Ich bin wirklich erleichtert. Ich habe daran geglaubt, die Stadt hat daran geglaubt, dass die Werft als Werft auch eine Perspektive haben wird. Klar, man hat natürlich, wenn hier Kreuzfahrer gebaut werden und wurden, erstmal TKMS und Marineschiffe nicht unbedingt gleich auf dem Zettel. Das ist eben nicht ein kurzfristiges Business, sondern wirklich ein langfristiges Geschäft, was hier aufgebaut werden soll. Darüber bin ich außerordentlich froh. Das Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems hat bereits Perspektiven, wie es hier in Wismar weitergehen soll. Sind hier angetreten, weil wir glauben, dass es einerseits eine gute strategische Ergänzung für die Marine Systems, also unser Unternehmen ist, aber eben auch eine gute Weiterentwicklung für den Werftenstandort Wismar. Und der ist sehr bekannt, der ist sehr gut, der hat eine tolle Belegschaft, der hat eine tolle Werft und deswegen passt das sehr gut zusammen. Und wir haben heute in der Tat, das wollten wir als erstes, die Belegschaft informiert, bevor wir dann mit den Medienvertreterinnen wie Ihnen dann weitermachen. Und das gehört sich auch so, dass man hier ankommt und sich erstmal vorstellt und sagt, wir sind die Neuen, welche Pläne haben wir und wie wollen wir miteinander arbeiten. Und dafür haben wir auch eine gemeinsame Erklärung mit der IG Metall verabredet, sodass da auch eine Sicherheit ist, dass wir nicht nur jetzt mal kurz vorbeikommen und dann wieder verschwinden, sondern dass wir langfristig mit diesem Standort planen. Die Produktion des Unternehmens startet 2024. In den kommenden 12 Monaten wird das Gelände an den Insolvenzverwalter vermietet. Schließlich muss der weitere Umgang mit der Global One geplant werden. Währenddessen will das Unternehmen bereits Investitionen tätigen. Mitarbeiter der MV-Werften werden für die zukünftige Produktion übernommen und qualifiziert. Zudem sollen die Auszubildenden die Möglichkeit erhalten, ihre Ausbildung sofort weiterzuführen. Für die Überbrückung zwischen Produktionsbeginn und Ende der Transfergesellschaft sucht der Insolvenzverwalter aber noch nach weiteren Lösungen. Wir haben in der Insolvenzmasse ein Ingenieurbüro gegründet, eine neue Gesellschaft, in die wir jetzt wieder Menschen einstellen aus der Transfergesellschaft und an TKMS schon jetzt überlassen werden, um das Know-how hier auch zu halten und werden diese Gesellschaft dann perspektivisch auch an TKMS verkaufen. Und so werden wir mit verschiedenen Bausteinen gemeinsam mit TKMS, gemeinsam mit der IG Metall, den Betriebsräten und auch der öffentlichen Hand an Puzzlesteinen arbeiten, um möglichst vielen Menschen in der Übergangszeit hier Beschäftigung zu bieten. Für den Standort Rostock-Warnemünde befindet sich der Insolvenzverwalter weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Käufern. Die Marine möchte dem Vernehmen nach dort ein eigenes Arsenal für Schiffswartung und Reparaturen errichten. Das Werftgelände in Stralsund hat im Januar 2022 die Stadt selbst übernommen. Ein maritimer Gewerbepark soll dort entstehen.